Heute zeige ich euch, wie ihr eine leckere Kürbiscremesuppe zubereiten könnt, die fein nach Orange schmeckt und eine leichte, angenehme Schärfe hat. Und damit herzlich willkommen bei Snack Stuff Kocht. Die folgenden Zutaten braucht ihr: Kürbis, Kartoffeln, frische Orangen, Zwiebeln, Schlagsahne, klare Rindsbouillon als Pulver, Muskatnuss, Curry, Pfeffer und Salz. Die genauen Angaben findet ihr unten in der Beschreibung. Außerdem braucht ihr noch Chiliflocken oder eine frische Chili oder eine getrocknete, wie auch immer. Als erstes schneiden wir oben und unten etwas von unserem Hokkaido-Kürbis ab. Der hat, glaube ich, 1,4 Kilo ungefähr. Das Besondere beim Hokkaido-Kürbis ist, dass man die Schale mitessen kann. Das heißt, wir müssen ihn jetzt nicht mit einem großen Arbeitsaufwand schälen, sondern wir können einfach ihn halbieren, hier die Kerne entnehmen. Da sind auch noch so Fasern dabei hier zwischen den Kernen, die solltet ihr auch mit entfernen. Das geht aber auch ganz fix. Als nächstes entferne ich die Narben auf der Schale des Kürbisses, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die dann nicht beim Pürieren vielleicht doch noch als hässliche Knubbel dann in der Soße rumschwimmen, in der Suppe. Deswegen entferne ich die einfach. Dann schneide ich den Kürbis in Scheiben und würfel den Kürbis. Je nachdem, wie groß ihr die Würfel macht, ist dann auch die Garzeit der Suppe, bis eben der Kürbis durch ist und auch die Kartoffeln dann auch durch sind. Ich habe das jetzt hier relativ klein gemacht und habe deswegen eine nicht so lange Kochzeit, also so 20 Minuten reichen. Dann schälen wir die Kartoffeln und würfeln diese ebenfalls. Hier habe ich Knoblauch, da habe ich jetzt mal ausnahmsweise einen frischen bekommen beim Einkaufen. Das heißt, ich nehme oben den Stunk, habe ich jetzt einfach mitverwendet, denn der schmeckt auch schön nach Lauch, nach Knoblauch. Hier habe ich 3 Zehen entnommen. Weil der jetzt frisch ist, der Knoblauch, muss ich da auch nicht viel schälen, sondern kann die Knoblauchzehen einfach klein würfeln, also relativ grob sozusagen, weil später wird das ja alles mitgekocht und dann auch noch püriert. Dann schälen wir noch 3 kleine Zwiebeln und würfeln diese ebenfalls grob. Jetzt zerkleinere ich noch die Chilischote. Man kann die Kerne aus der Chilischote entfernen, da die Kerne extrem scharf sind. Je nachdem, wie scharf ihr eure Suppe haben möchtet, nehmt ihr eben Kerne mit dazu oder lasst sie eben raus. Das bleibt ganz euch überlassen. Jetzt halbieren wir noch die 3 Orangen. Und bei einer der Orangen entnehmen wir etwas von der Orangenrinde. Das mache ich jetzt hier mit einem Zestenreißer, mit einem sogenannten. Man kann das aber auch mit dem Messer runterschneiden, ganz dünn, oder eben über eine Reibe die Orange reiben, immer wieder die Position verändern. Hier hacke ich die Zesten noch klein. Das Ganze gebe ich dann zur Seite, weil ich das später noch zum Würzen der Suppe brauche. Dann entsaften wir die Orangenhälften. Ich glaube, in der Summe waren das dann ungefähr 300 oder 400 Milliliter Orangensaft. Wir erhitzen einen großen Topf, geben etwas Fett dazu. Ich habe hier Butterschmalz genommen, man kann genauso gut Speiseöl nehmen. Wir rösten die Zwiebeln stark an. Die dürfen dann schon gut braun werden, damit wir ein bisschen Röstaroma auch in der Suppe haben. Ich habe das Chili hier mit dazu gegeben, kann man aber auch später erst machen. Wenn die Zwiebeln dann braun sind, kommen noch die Kartoffeln dazu und der Kürbis genauso. Das Ganze lasst ihr dann noch 1-2 Minuten weiter anbraten, bevor ihr dann Wasser dazu gebt. Ich habe hier für meine Menge Kürbis und Kartoffeln 1 Liter benötigt, sodass die Kartoffeln und der Kürbis eben bedeckt sind. Leicht bedeckt. Bei 1 Liter Wasser
muss ich laut Packungsangabe meiner Rinderbrühe 4 leicht gehäufte Teelöffel dazugeben. Dann müsst ihr bei eurer Brühe eben gucken, was ihr da braucht. Dann schmecke ich das noch ab, ob das jetzt gut schmeckt. Und dann kommt der Deckel drauf und wir lassen es ungefähr 20 Minuten leicht köcheln. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal eure Gewürze abmessen. Ich habe jetzt hier 1,5 Esslöffel Curry genommen, 1/4 Teelöffel weißen Pfeffer, dann noch einen Hauch von Muskatnuss und noch ein Drittel Teelöffel Salz. Das ist jetzt erstmal wenig bemessen von den Gewürzen her. Fangt mit diesen kleinen Mengen an und schmeckt es dann nach und nach weiter ab. Denn jedes Curry schmeckt anders und die Mengen eurer Gemüsezugabe, die variieren auch. Deswegen muss man das bei jedem, jeder muss es selbst abschmecken. So, nach der Garzeit von ungefähr 20 Minuten ist der Kürbis dann schon ein wenig zerfallen, genauso die Kartoffeln. Ihr probiert einfach, ob die Kartoffeln noch bissfest sind. Die sollen dann schon ganz normal, so wie wir, weiß ich nicht, wie ihr Pellkartoffeln machen würdet. Wenn die so weich sind, dann könnt ihr anfangen zu pürieren. Ihr gebt noch den Orangensaft dazu. Püriert schon mal ein wenig vor. Immer wieder umrühren, damit ihr auch wirklich alle Stücke mit püriert. Und dann könnt ihr auch die Sahne dazugeben. Das sind jetzt hier, es ist ein Becher mit 200 ml und ich habe noch einen gehabt mit 250 ml. Ich habe bei dem einen nicht alles reingeschüttet, also in der Summe habe ich 400 ml Sahne dazugegeben. Wenn du jetzt sagst, dass dir das zu viel Sahne ist, dass dir das zu fettig ist und du möchtest gerne eine leichtere Suppe, dann kannst du natürlich die Sahne auch durch die weitere Zugabe von Wasser oder auch noch weiterer Orangensaft ersetzen. Das geht genauso, schmeckt halt dann einfach nicht ganz so cremig und sahnig, wie wenn du die kompletten 400 ml mit Sahne nimmst. Jetzt gebe ich die Gewürze dazu. Und mixe das Ganze dann nochmal gut durch. Ihr seht, sind hier so kleine Klümpchen beim Gewürz. Das ist, das kriegt ihr super weg, wenn ihr dann eben den Mixer benutzt. Wenn man das jetzt einfach nur umrühren würde mit einem Kochlöffel, könnte es halt schon sein, dass man hier und da nochmal so ein Curry-Klumpen in der Suppe hat. Das ist jetzt aber hier natürlich dann nicht der Fall, wie ihr seht. Die Suppe ist nicht zu dünn und nicht zu dick. Wir probieren sie mal. Da habe ich dann schon gleich gemerkt, okay, noch nicht so gut gewürzt. Da habe ich nochmal einen halben Teelöffel Salz dazu. Dann habe ich hier nochmal Chiliflocken dazu. Das ist Pulbiber. Das ist das gleiche, was auch immer auf dem Döner oben drauf ist. Das bekommt man im türkischen Supermarkt. Ihr könnt natürlich auch einfach noch ein Stück von eurer Chilischote nehmen. Hier habe ich noch 2 Teelöffel Curry dazu. Außerdem noch die Zitronenschale, die wir vorher beiseite gelegt hatten. Nicht Zitrone, ich meine Orange natürlich. Dann probieren wir nochmal. Und wenn das noch nicht so richtig geschmackig ist, dann kommt noch ein bisschen was von der Rinderbouillon dazu. Wie ihr seht, probiere ich immer wieder und wenn ich dann sage, ja, okay, Brühe ist jetzt genug drin, aber mir fehlt noch das gewisse Etwas, dann gebe ich noch ein bisschen Muskatnuss dazu. Wenn es mir noch nicht scharf genug ist, kommen wieder weitere Chiliflocken dazu. Das könnt ihr so lange machen, bis ihr sagt, ja, jetzt schmeckt die Suppe richtig ausgewogen, genauso wie ich sie haben möchte, sie ist so scharf, wie ich sie möchte, dann passt das. Dann könnt ihr nochmal durchpürieren und dann seid ihr auch fertig. Thank you.
Diese Suppe kann man super als Vorspeise reichen. Da würde ich dann vielleicht noch ein paar Tropfen Kürbiskernöl aus Österreich drüber geben oder ein Löffelchen aufgeschlagene Sahne oder ein Löffelchen Creme Fraiche. Man kann es aber auch als Hauptgericht reichen, dann mit schönem Baguette dazu, damit auch alle satt werden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Ciao!